Am Anfang gab es nur ein einziges Stockwerk. Der alte Eigentümer Filippo Bacile beschloss, ihn aufzustocken. Noch heute sind ebenerdig 8 eleganten Arkaden zu bewundern. Er besitzt ein imposantes Portal aus dem 18. Jahrhundert mit dem Familienwappen und deutlichen Erkennungsmerkmalen des neapolitanischen Spätbarocks. Im Inneren befindet sich eine einstmals prunkvoll möblierte Zimmerflut, wo ein privates Museum mit Gemälden, archäologischen Funden und präparierte Exemplare aus der einheimischen Tierwelt ist.